Das ging nämlich nicht, solange du noch 78 warst. Ah ja, aber mich hast du genötigt zu leveln, oder wie? Ja, ich hätte gedacht, er wäre ganz kurz vor dem Level, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Mal schauen, Das kommt davon, wenn man immer einen Vorsprung hat. Ich weiß ja nicht mal, woher der genau kommt. Ja, das weißt du nie. Oh, lass uns mal zusammen leveln. Okay, ich habe übrigens schon wieder einen Level-Vorsprung, was? Ja, das gleiche sagt er auch immer zu mir, wenn ich mit ihm zusammen level. Ich weiß ja wirklich nicht, was mir so mit ihm, oder? Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Entschuldigung. Nein, Loris, kannst du dich daran erinnern? Bei uns, wenn wir beide zusammen gelevelt haben, hatte ich den Vorsprung. Ja, stimmt, bei dir war es andersrum. Ja. Oh, die Heilungen mit der großen Heilung, also mit der Heilung sind. Habe ich das Gefühl oder sind die wirklich größer als die mit der Blitzbeheilung? Also die sind größer, beim die Blitz. Beim Druiden bin ich mir nicht sicher. Bei allen anderen Heilern ist es so, dass die Heilwerte von den beiden Heilzaubern gleich sind. Sie unterscheiden sich nur in der Castzeit und in den Mana-Kosten. Nö, die langsame Heilung heilt mehr ein. Dafür krittet die schnelle Heilung öfter. Ja, das ist ja wegen der einen Glyphe da. Ich hab's gerade gesehen, warum willst du da debattieren? Ich hab 2700er Crit mit Nachwachsen und 4000er Crit mit heilende Berührung. Was willst du denn da debattieren? Ich will nicht debattieren, ich will nur sagen, wie es bei allen anderen Heilern ist. Bis auf den Mönch vielleicht, weil der fällt aus allen Rastern raus. Was war das denn? Ich weiß nicht. Jo, ein... Was ist das? Misha ist Magierin. Nennt sich wie ein Bär und hält nichts aus. Autsch. Ja, voll gut. Battle Res? Habe ich schon unterwegs. Gut. Okay. Ja, super, ey. Das ist immer, wenn man den pullen muss, während der, enraged ist. Immer, wenn man den pullen muss, wenn er enraged ist, ey. Das war früher schon tödlich. Also ich habe ihn nicht gepult. Ist auch eigentlich der Grund, warum man den Tank pullen lässt. Weil der Tank die meiste Zeit wissen sollte, wann man was pullen kann. Irgendwas hat mich gerade auf Skype angeschrieben. Ich mach nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Tulumbus war. Ja. Schaue ich jetzt nicht nach. So, wo verliert er das nächste Mal seinen Buff? Er verliert erst seinen Buff, wenn kein Item in der Gegend ist. Wenn kein was in der Nähe ist? Kein Add. Okay. Dann dauert es eine Weile, bis er seinen Buff verliert. Also kein Komm Add. Mal, weiter runter. Kein Ad außerdem. Okay, er hat ihn, er hat, er okay. Darf es weg.
Oh, komisch, dass meine Heilung so gut ging. Ach. Das? Warum kann ich darauf ach ja, weil ich wahrscheinlich Kat. Weil wahrscheinlich Kat. Du hast Bär als zweite, glaube ich. Ja. Katze oder Bär machen könnte. Kann ich darum gar nicht drauf bedarfen, oder? Du hast das, glaube ich, sogar als Zweitskillung drin mit Bär, oder? Ah, scheiße. Und wie läuft so bei euch? Ja. Jetzt eigentlich ganz chillig. Man lebt, man verpackt sich nicht irgendwo. Alles ist gut. Chrissy, du musst wohl etwas bieten, also pack dich sofort irgendwo rein. Was soll er sich reinbacken? Weiß ich nicht. Weizenbrot, Kuchen. Wollen wir nicht reinbacken? Ist ein riesiger Kuchen da. The cake is a lie. Riesiger Kuchen, wo ein Chrissy drin ist, ey. Warte, es gab doch noch in irgendeinem Spiel eine Portal-Anspielung, wo es dann hieß, the cake isn't a lie. Kann überall sein gewesen sein. Ja, ich bin gerade am überlegen. Oder the cake is real. Bei irgendeinem Spiel war das. Oh man, the cake is real, man. Ich weiß nicht wieso, meine Maus quietscht gerade ein bisschen. Oh Gott, ich muss jetzt wieder an Helsing Bridge denken. Ja, Chrissy, das ist nichts im Vergleich zu deinem Quietschestuhl. Von damals, als wir in der Scherbenwelt unterwegs waren. Der ist geil, das sagt nichts gegen diesen Stuhl. Er findet es wahrscheinlich einfach nur nicht so geil, dass der Stuhl quietscht. Das. Oh, seine ganze Arbeit vergeben. Schon wieder dasselbe. Ich hätte einen Stoffheiler machen sollen. Ein Priester oder so. Ja, ein Priester. Ein Priester ist der einzige Stoffheiler. Es gibt sowieso nur eine einzige Rüstungsklasse, die mit zwei Heilern belegt ist. Ja, Mönch halt und Mönch und Druide. Beide mit Leder. Ich muss sagen, ich finde die heilen Berührungskrit etwas ansprechender. Kann ich eigentlich was mit Tempo was anfangen? Ja, ich meine sogar, dass Tempo einer deiner stärkeren Stats ist. Bin ich mir aber nicht sicher, wie das aktuell beim Michiel Dudu aussieht. Ich weiß nur, dass Tempo mal einige Zeit lang ein sehr wichtiger Stat war. Weil er irgendwie die Hotticks erhöht hat bei bestimmten Punkten. Ah, es gab bestimmte Breakpoints. Ja, also irgendwo die Tempo-Caps, so zum Beispiel so irgendwo bei 12,5% Tempo hast einen extra Hottick bekommen oder sowas war da. Wow, Intelligenzkette ist aber heftig. 26 Intelligenz. Mimo und mich selbst demnächst mal wieder die Maus sauber machen. Ich will nicht wissen, was da rauskommt. Warte mal, warum Maus sauber machen? Neue kaufen. Ich könnte theoretisch auch die andere nehmen, die hier rumliegen, aber da müsste ich hier jetzt wieder. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du noch eine Kugelmaus besitzt. Nee, habe ich nicht, aber selbst in den aktuellen Lasermäusen lagert sich zwischendrin mal wieder ein bisschen Dreck an.
Ja, aber dann quietscht die nicht. Mysteriöse Frage, warum quietscht seine Maus? Ah, fuck. Läuft bei euch. Warum? Was ist denn jetzt los? Nein! Wer in den Dingern stehen bleibt, ist selber schuld, sag ich dazu bloß. Ich brauche unbedingt mal eine... eine Aura, Cancel-Aura für meine Katzenform. Latte und dann ist es Int. No. Wie gesagt, ich brauche eine Cancel-Aura für meinen... für meine Katze. Oder an irgendeinen Skill, den ich aktivieren kann, dass ich wieder aus Katze raus kann. Hoffe, ja. Wie schön, dass diese Mobs hier Stunimmun sind. Ui. Sie meinen, ich bin immer noch 40% voraus. Ach ja. Moment mal, das heißt ja, ich habe jetzt meine Meisterschaft. Du Unwürdige. Das ist gut, weil damit kriege ich weniger Schaden in die Fresse. Was der Meister nicht schafft. Dienst hier, stell dich nicht so an. Ich muss ihn mal ganz genau durchlesen, was die Protpaler Mastery nochmal genau macht. Die hat nämlich, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Effekte. Blockchance. Hauptsächlich erhöht sie die Blockchance und erhöht den Schaden, den du erhöht den reduzierten Schaden von deinen Schildbash, also von den Schildgerechtschaffenden. Ja. Außerdem mehr Angriffskraft. Ja, das auch. Das ist aber für ein Protpaler im Team immer ein bisschen irrelevanter als... Ja, es ist halt ein... Obwohl, es ist mehr Agro. Es ist ein nice to have. Ja. Man nimmt mit, was man mitnehmen kann. Ja, natürlich. Und der Tankschaden, der ist ja in den letzten paar Addons immer wichtiger geworden. Was macht denn eigentlich meine Meisterschaft? Das kann ich dir ganz genau sagen. Erhöht deine gesamte, nicht regelmäßig, also sprich direkte Heilung um, ich glaube 10% ist der Standardwert. Und immer wenn du eine direkte Heilung benutzt, wird 10 Sekunden lang deine indirekte Heilung, also deine Hots, ebenfalls um denselben Betrag deiner Meisterschaft erhöht. Siehst du, so eine, das hat uns alles gefehlt, die Meisterschaft. Unter anderem. Hängt der weniger Schaden, kriegt ein Heiler, der mir heilt. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieder mal Stoff für den Heiler. Stoffwille, Stoffwille, Stoffwille. Kriegt so viel. Der ganze Loot heute ist für den Arsch. Nee, der Loot ist gut, aber nicht gut für uns. Der Arsch freut sich. Ja, es gibt bestimmt irgendeinen Holy Priester, der Arsch heißt. Und der hätte sich für den, der hätte sich gefreut. Und merken, nah an den Boss ran. Kuscheln. Welche Hoffnung es für euch gibt. Ja, ich kriege jetzt zumindest schon mal mit jedem Schild nochmal 4% weniger Schaden als vorher. Statt 25% Schadensreduktion habe ich jetzt 29%. Und Gelassenheit. Angry Face, komm näher ran.
Oh lol, ich bin genau in dem Moment. Oh fuck. Angry Face hat am meisten Leben von euch. Das heißt aber nicht, dass du nicht unbedingt weit weglaufen musst. Nein, aber ich hatte meinen Gesundheitsstein noch nicht gezogen. Zum Apropos Gesundheitsstein, ich brauche einen neuen. Ich benutze die heute ausnahmsweise mal relativ häufig. Ein schönes Trinket. Ja, ich brauch's trotzdem nicht wirklich. War es mal. Da sind meine aktuellen besser, weil ich hab momentan Tempo-Trinket drin und das bringt mir mehr. Es war trotzdem mal ein schönes Trinket. Gruppe verlassen, neu anmelden, Ogo will heute noch 80 werden. Oder Pizza Vuliano essen, bevor es Raiden losgeht. Das heißt, wir machen heute bis um 6. Ah, apropos Pizza. Mir wurde gesagt, wir sollen wieder Pizza in der Aufnahme essen. Was? Was? Wir sollen wieder Pizza essen? Dafür gut, müssen wir ja wieder die Webcam anschließen. Ja, Chrissy, nächste Aufnahme wieder bei mir und ich besorge in der Zwischenzeit eine Webcam für sowas. Wer hat danach gefragt, dass wir nochmal Pizza essen im gleichen Let's Play?